Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu diesem neuesten Video. Da ich ja immer noch in der Schule bin und da auch wirklich sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen sind, dachte ich mir, komm, mach mal ein Video über die Top 10 Schüler, die es in den Schulen so gibt. Und ich würde sagen, reden nicht weiter um den heißen YouTube-Preis, sondern fangen direkt an. Und zwar mit... Der Clown. Es gibt Schüler, die sind klein bisschen laut im Unterricht. Und es gibt die Schüler, die ihr Maul nicht halten können. Die machen irgendeinen Scheiß im Unterricht. Der Lehrer sagt zum Beispiel, ja, was heißt Gurke auf Englisch? Da kommt der, ich habe auch eine Gurke in meiner Hose. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ihr wisst einfach nicht, dass man das nicht witzig findet. Die machen zu jedem Scheiß einen Witz. Obwohl keiner lacht. Und das ist halt ihre Art, witzig zu sein. Obwohl sie nicht witzig sind. Und die kennt bestimmt jeder. Jeder Lehrer und jeder Schüler. Die kennt jeder. Der, ich bin immer besser als du. Es gibt Schüler, die lernen gut. Und es gibt Schüler, die lernen zu viel. Die lernen nicht nur in der Schule, die lernen auch in der Freizeit. Und das sieht wirklich so aus. Na, was hast du in Mathe? Ich hab eine 2. Ich hab eine 1. Wisst ihr, was ich meine? Immer solche Schüler, die immer entweder eine Note besser sind als du, oder vielleicht noch ein Plus oder noch irgendwas besser sind als du. Bei jedem Fach. Absolut jedem Fach. Das Schminkchen. Ich habe ja nichts gegen Mädchen, die sich schminken. Aber es gibt Mädchen, die übertreiben es ein bisschen. Auch in der Schule. Die sind nicht nur da, um zu lernen. Die sind da, um sich zu einer Fashion Boutique einzugesellen. Und wirklich, man sitzt im Unterricht und die sitzen so da. Oh, mal einen Spiegel rausholen. Oh, sehe ich schön aus. Oh, mal Lippenstift auftragen. Oh. Kennt ihr das? Mädchen, die im Unterricht einfach nur Spiegel rausholen, um sich die Schönheit ansehen zu lassen. Und damit die anderen merken, wie schön sie sind. Und das ist nicht mehr schön, das ist blöd. Und ich mag das nicht, wenn Mädchen einfach irgendwelche Lipgloss und alles sich selbst auftragen. Und oh, ich meine, übertreib's doch nicht mit der Schminke. Die Kichererbsen. Ich habe nichts dagegen, dass Schüler im Unterricht mal ein paar Witze vielleicht miteinander reißen, ein bisschen lachen, so ganz leise lachen, so haha, ja, wie witzig, haha, ganz cool. Oder gibt es noch die Schülerinnen oder die Arten von Schülerinnen, die einfach nur kichern. Es sind wirklich Kichererbsen. Mehr kann man die nicht beschreiben, es sind Kichererbsen. Der Lehrer ist an der Tafel und du hörst einfach nur hihihihi, hahaha, hihihihi, hahaha. Oh mein Gott, also die haben echt nichts zu tun, als im Unterricht zu kichern. Zu lachen, zu kichern, zu furzen, zu lachen, zu kichern, zu furzen, zu essen, zu trinken, zu lachen, zu kichern, zu furzen. Die kichern und lachen und furzen, aber etwas anderes. Und machen nur Mist im Unterricht. Und das nervt, weil andere sich konzentrieren wollen. Und ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die ganze Zeit sowas kommt. Der Störenfried. Es gibt Schüler, die im Unterricht aufpassen und es gibt welche, die im Unterricht vielleicht ein paar Mal laut sind. Aber die stören uns ja nicht. Die sind ja, machen auch im Unterricht mit. Und dann gibt es die Art von Schülern, die den Unterricht absichtlich stören. Und die nennt man Störenfriede. Und solche gibt es wirklich. Die sind, oh mein Gott, also ich hatte wirklich einen, so schlimm, der Lehrer macht was und der sitzt hinten, macht dumme Wörter, ruft Penis die ganze Zeit. Gut, ich hätte auch ein anderes Wort sagen können, aber Penis war halt das häufigste Wort unter dem oder bei dem. Und ja, der merkt einfach nicht, dass das nicht witzig ist. Alle passen auf im Unterricht und der ist der Einzige, der Penis oder das andere Wort sage ich jetzt nicht, das ist das böse Wort. Ja. Auf jeden Fall wisst ihr es, er ist ein wirklich blödes Ding, das nur den Unterricht stört, Sachen reinruft und die anderen versucht vom Lernen abzulenken. Oder abzubringen. So einer halt. Ja. Der Stresssucher. Dieses Exemplar kennt nur einen Weg, seine Coolness unter den Schülern zu beweisen. Und zwar unnötig Stress zu suchen. Ja. Ihr habt es im Mumm gebacken, gekocht, gegrillt. Ist ihm egal. Er probiert's und stresst dich an dafür, dass es nicht genug gesalzen ist. Dieses Exemplar ist wirklich ein sehr böses Exemplar und weiß nicht, wie es ist, nett zu sein, weil es für jede einzelne Scheiße dich anstresst. Schlagen geht nicht,
Das macht er leider nicht, aber er kann schon wirklich böse sein. Ja. Der Schleimer. Dieser Schüler kennt nur einen Weg, gute Noten zu bekommen. Und zwar zu schleimen. Der Lehrer sagt was, zum Beispiel, das Kreuz, an dem Jesus festgenagelt wurde, war wirklich sehr schön. Anderes Beispiel. Die Babys eines Wals sind wirklich so süß. Und dann kommt dieser Schüler und sagt, sie sind auch sehr süß, Frau Lehrerin. Die Scheiße. Diese Schüler haben nur eine ganze Stunde lang auf dem Klo verbracht. Die ganze Stunde, wirklich. Der Unterricht fängt an und nur die einzige Frage, die kommt, egal welches Thema, egal ob es ihnen gefällt oder nicht, kommt nur eine Frage. Herr Lehrer, darf ich aufs Klo? Hm? Oh, aber natürlich, ja. Dann gehen die aufs Klo und kommen mindestens nach einer halben Stunde oder mindestens nach 15 Minuten erst wieder. Ich weiß nicht, was die auf dem Klo machen, aber ich glaube, scheißen kann es nicht gewesen sein. Aber so wie ich es denke, scheißen sie wahrscheinlich oder haben sie Dünnschiss oder sonst irgendwas. Aber das ist wirklich nervig, weil andere konzentrieren sich und die du das einzige fragst, was sie fragen, ey, können wir eigentlich aufs Klo gehen? Wir müssen so dringend. Und das in jeder Beeping-Unterrichtsstunde. Der Schläger. Diese Schülerarten schlagen sich immer durch, egal durch was. Na gut, durch Lehrer, durch Noten nicht. Aber wenn sie mal wirklich irgendwas, du hast Stress mit seiner Freundin, er kommt hier und schlägt dich erstmal. Du hast seinen Hund überfahren, er kommt hin, schlägt dich erstmal. Du hast seinen Grashalm angehaucht, er kommt hin und schlägt dich mal. So ein Exemplar ist wirklich richtig blöd, weil er einfach jeden Einzelnen zum Training oder halt um stark zu werden, schlägt. Und das ist nichts Positives für ihn. Und auch nichts für andere. Die Normalen. Solche Schüler sind normal, wie der Name heißt, und gehen halt normal zur Schule. Sitzen im Unterricht, lernen, machen mit, strecken, geben Antworten, machen Fragen. Und das sind nämlich Normale. Sie machen keinen Scheiß in der Schule, sie sind normal, so wie ich. Also ich habe noch nie irgendwie Stress in irgendeiner Schule oder sowas gehabt. Gut, nachsitzen, aber das ist was anderes. Und sie sind wirklich normal. Also das sind normale, durchschnittliche Schüler, die nichts Schlimmes in der Schule anstellen. Ja, das ist, glaube ich, die einzig positive Art der Schüler, die es überhaupt in der Schule gibt, glaube ich, die ich heute in dieser Liste aufgezählt habe. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir eine positive Bewertung da. Aber es ist euch überlassen. Und ich würde sagen jetzt, ciao.